Buongiorno amici. Herzlichen Glückwunsch zum 500-jährigen Reformationstag. Es gibt ein unbeschriebenes Blatt im Fitness-YouTube, dass wenn man etwas rausgeht aus diesem allgemeinen Fitness-Thema, Muskelaufbau oder Definition, ja, dass es nicht so gern gesehen wird. Aber Leute, beim Reformationstag und zum Thema Halloween will ich trotzdem etwas sagen. Eigentlich wollte ich diese zwei freien Tage ruhig angehen lassen. Na, ist mir heute früh im Bett eingefallen, Flavio, du wolltest doch heute ein Video rausbringen. Und dann ist mir eingefallen, ich habe das Video noch gar nicht hochgeladen. Deswegen muss ich jetzt leider nochmal ins Büro fahren und das Video hochladen und fertig bearbeiten. Denn ich will euch ja möglichst alle zwei Tage ein neues Video präsentieren und gebt mir da auch große Mühe. Ich hoffe, es gefällt euch soweit. Ja, und deswegen geht jetzt nochmal ins Büro und dann werde ich euch zu diesen beiden Themen nochmal zwei, drei kleine Gedanken sagen. Aus. Ich dachte, ich komme jetzt her, erzähle euch was über Reformation, Halloween und lade noch parallel schnell das Video hoch. Jetzt habe ich das erste Mal seit, ich weiß nicht mehr wie viele Jahren, Windows-Rechner und ich bin da total die Niete im Photoshop. Deswegen habe ich jetzt mal geguckt, was Windows bietet. Jetzt bin ich bei Paint 3D, mache das schlechteste Thumbnail aller Zeiten und habe nicht mal eine Ahnung, wie ich diesen Rahmen hier jetzt groß kriege. Also Leute, ich drehe durch. Ich bin so eine Niete. Ja, also ich kann einfach keine Thumbnails erstellen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Zeit rennt mir davon. Die Frau wartet zu Hause, die Kinder. Zeit rennt mir davon, das Video hochzuladen. Ich habe einfach keine Ahnung, wie ich das Ding jetzt wieder hinkriege. Wow. Also, das vielleicht schlechteste Thumbnail aller Zeiten ist endlich fertig. Das ist auch eine Stärke, zu wissen, was man nicht kann. Und ich bin definitiv kein Grafiker, ich habe keine Ahnung davon. Und weil die Jungs gerade nicht da sind, kommt jetzt so ein schlechtes Thumbnail raus. Ich hoffe, es wird trotzdem geklickt und ich mache das Video erstmal fertig. Endlich haben wir es geschafft, das Thema YouTube-Video hochladen ist geschafft, sehr cool. Jetzt zum Thema Reformation, kurz zusammengefasst. Ich bin froh, dass es die Reformation gab und schön, dass wir auch diesen Feiertag jetzt, ich glaube, einmalig haben. Ich habe mich nicht so genau erkundigt. Reformation heißt ja, dass vor 500 Jahren Luther dafür gesorgt hat, dass Klarheit hinter dem christlichen Glauben kam. Es ist viel Schlimmes passiert, auch nach Luther ist leider viel Schlimmes passiert und passiert leider immer noch, auch unter Christen. Aber was ich gut fand, dass es dafür gesorgt hat, dass Luther die Bibel auch ins Deutsche übersetzt hat. Das heißt, jeder hat verstanden, was in der Bibel drinsteht. Und wo Menschen zusammenkommen, passieren leider auch nicht so gute Sachen, leider auch bei Christen. Aber, und das finde ich wichtig, wenn man die Bibel runterbricht auf den wichtigsten Punkt, geht es um Liebe. Und wenn wir danach handeln oder handeln wollen durch die Beziehung mit Gott, glaube ich, dass unser christlicher Glaube eine Revolution auch für unsere Demokratie ist. Ich will ja gar nicht zu viel religiös oder zu politisch sein. Ich will nur ganz kurz sagen, ich finde es sehr wichtig und sehr gut, dass ich in einem Land lebe, wo christlicher Glaube gelebt wird. Es gibt viele andere Länder, ich will da gar nicht zu sehr drauf eingehen, wo Frauen verachtend sind, wo Kinder missachtend sind, wo die Gesetze oder wo die Grundrechte mit den Füßen getreten werden und in einer christlichen Demokratie bin ich froh, dass wir es eigentlich so gut haben, auch wenn natürlich noch viel verändert werden müsste, auch wenn wir nicht da sind, wo es sein sollte. Aber ich glaube, die christlichen Grundwerte, Nächstenliebe, Liebe zu einem selber, Beziehung mit Gott, bin ich froh, dass wir das hier in Deutschland feiern können. Ja, lass uns kurz über Halloween sprechen. Das Ganze ist natürlich meine Meinung. Mich würde auch eure Meinung interessieren. Könnt ihr gerne mal drunter schreiben. Das Ganze kommt ja aus dem Keltnischen. Das heißt, am 31. war irgendwie eine Art Neujahrsfest. Das war irgendwie der Zeitpunkt, wo die Irländer, glaube ich, daran glaubten, dass jedes Jahr zu diesem Tag die Toten einmal zurückkehren und sozusagen Hallo sagen. Und das war der Grund, warum es dann sozusagen die einen Leute leckeres Essen gemacht haben, Lagerfeuer und so weiter, und die anderen etwas Angst hatten und sich deswegen Fratzen angemalt haben und verkleidet haben, um diese Toten, die für diesen einen Tag zurückkommen, abzuschrecken. Natürlich führte das dann auch dazu, dass die Kelten bzw. Druiden
Menschenopfer brauchten. Das war also die keltische Geschichte. Wer Vikings gesehen hat, hat so ein bisschen mitgekriegt, wie das damals ablief. Das heißt, sie haben Menschenopfer gebraucht, um sich vor diesen umherirrenden Seelen zu schützen. Dann haben die Druiden sich überlegt, welches Kind sie opfern können. Dafür haben sie dann diesen ausgehöhlte Möhre, wenn ich mich nicht richtig entsinne, vor die Tür gestellt. Und dann gab es für die Eltern entweder die Möglichkeit, dass das Kind mitgenommen wird oder dass sie Nein sagt und dann wurde das ganze Haus mit Blut besprengt und das kam irgendwie auch einer Art Todesurteil gleich. Wenn das Kind mitgenommen wurde, also mittlerweile macht man das Ganze ja mit einem Kürbis, vielleicht war da auch ein Kürbis mit inbegriffen, keine Ahnung, hat man das Kind in einen Weidenkorb gesteckt und hat es bei lebendigem Leib angebrannt. Das ist also der Ursprung, so wie ich es aus mehreren Quellen gelesen habe, warum Halloween gefeiert wird. Für mich persönlich eine sehr suspekte Sache, warum ich sowas feiern sollte, wo Kinder bei lebendigem Leib verbrannt wurden, beziehungsweise auch den Eltern ein Todesurteil anstand, wenn sie da nicht einverstanden waren. Die zweite Sache, die mir nicht so gefällt, ist die ganze Gruselgeschichte. Ich habe früher als Kind, auch durch die ganzen familiären Geschichten, wo ich vielleicht irgendwann mal in irgendwelchen Videos mal drauf eingehen werde, ja, viel Angst erlebt. Und mich hat dieses ganze Thema mit Geistern und so weiter verfolgt und sehr stark beschäftigt und hat mir Angst gemacht. Also sehr stark Angst. Und deswegen habe ich auch in meinem ganzen Leben habe ich gemerkt, wenn ich so Horrorfilme schaue und so sehr krasse Sachen, die auf geistlicher Ebene stattfinden, hat es mich negativ beeinflusst. Deswegen schaue ich generell keine Horrorfilme, weil ich merke, mich verändert das. Ja, wenn ich einen Horrorfilm schaue, habe ich Bilder brennen sich sehr stark im Kopf ein. Und dann gehe ich vielleicht irgendwann mal abends, was weiß ich, mit meinen Kumpels oder mit den damals als Pfadfinder durch den Wald und man hat lauter Horror- und Angstzustände, die man kaum wegbekommt. Deswegen feiere ich persönlich auch kein Halloween, weil ich meinen Kindern, man nennt es ja mittlerweile Grusel, also man verschönert das Ganze etwas, dieses Gefühl von Angst, panischer Angst nicht vermitteln will. Ja, und da gibt es noch mehrere Gründe, also nur kurz gefasst, finde ich es immer wichtig, herauszufinden, wo ist denn der Ursprung einer Sache? Bin ich mit dem Ursprung einer Sache einverstanden oder nicht? Und wenn ich mit diesem Ursprung persönlich nicht einverstanden bin, dann will ich das Ganze auch nicht unterstützen. Das ist meine Meinung zu Halloween und deswegen feiere ich und meine Kinder kein Halloween. Also nicht in diesem Ursprung, wie er dort suggeriert wird. Ich habe Klaus getroffen. Hallo. Klaus macht schon seit vielen Jahren Kraftsport. Seit wie viel jetzt mittlerweile? Seit 22? Ja, 22 Jahre. Ja. Ja. Und hat eine sehr interessante Story, die ich gedacht habe, die muss ich euch mal unbedingt mitteilen, weil es ist nicht selbstverständlich, sagen wir es mal so. Ja, du hattest eine Diagnose 95, vielleicht kannst du mir dazu was sagen. Was haben die Ärzte dir gesagt? Ja, ich habe Lymphdrüsenkrebs. Okay. Im Endstadium. Wie lange haben sie dir gegeben? 4 Wochen. Was hast du dann gemacht? Habe ich mit Trainieren angefangen. Als Ausgleich, als Motivation und so. Also das heißt, die, nochmal ganz kurz, die haben dich bestrahlt oder Chemo? Ne, mit Chemo haben sie angefangen, weil die haben mich untersucht, haben festgestellt, dass ich auch die Leber befallen ist vom Krebs. Und dann haben sie gesagt, nein, Bestrahlung geht nicht mehr, wir müssen gleich mit Chemo anfangen. Okay, und dann ging es los, also du hast die Chemo bekommen und hast dann mit dem Training angefangen. Ja. Wie war das für dich dann? Normal hat man ja keine Power und kotzt und ist einem ziemlich übel. Ja, die erste Woche nach der Chemo war ich halt daheim im Bett und habe nur gekotzt und so. Die Woche drauf ist mir es besser gegangen und da habe ich das ausgenutzt, so ein bisschen trainieren. Okay. Ich habe halt nur leicht trainiert, so wie ich halt konnte. Okay. Es ist halt Mitte Woche für Woche oder Monat für Monat ist ein bisschen besser geworden, Okay. Mehr Kraft bekommen. Dann waren die 4 Wochen rum, was war dann? Wie hast du dich da gefühlt? Jetzt ist bald vorbei oder? Nö, also ich habe mir da keine Gedanken gemacht. Einfach durchgezogen? Ja. Ernährung und so hast du dann auch irgendwann umgestellt? Ja, ein bisschen mit Eiweiß und so. Was haben die Ärzte gesagt? Ich soll es nicht machen. Die haben es mir verboten, hier zu trainieren. Okay. Haben mir gewisse Sachen verboten, das zu essen oder das zu trinken, aber ja, ich habe es halt immer das Gegenteil gemacht. Okay, das heißt, es hat dann trotzdem irgendwie funktioniert oder? Ja, also hat sich nicht verschlechtert in dem Sinn. Und wie ist jetzt? Es war 95, wir haben jetzt 2017, das heißt 22 Jahre sind vergangen. Was ist währenddessen passiert? Ich meine, du lebst immer noch.
Ja, ich trainiere jetzt immer noch. Ja. Und ich habe die ersten 2 Jahre alle Vierteljahr Untersuchungen gehabt. Okay. Blutwerte, also Blut abgenommen, zum gucken, wie sieht es aus mit dem Krebs. Ja. Sind die Werte gut oder nicht gut? Ja, das war immer gut oder so sozusagen. Und dann alle Jahr musste ich dann gehen. Und da war auch okay. Einmal haben sie festgestellt, ja, ich habe was unter den Achseln. Und dann haben sie mich da operiert, aber war doch nichts drin und so. Okay. Und wie bist du mit der Diagnose umgegangen, als die Leute gesagt haben, oder die Ärzte gesagt haben, du hast Krebs? Warst du da komplett fertig oder wie bist du damit umgegangen? Ja, ich war nicht fertig. Ich habe noch irgendwie Witze gemacht. Okay. Ich habe zu ihm gesagt, ja, ich habe keinen Bock zum Chemo machen. Okay. Und dann sagt er, ja gut, wenn du kein Chemo machst, dann kannst du sein, du stirbst. Okay. Ja. Aber dann hast du es trotzdem gemacht dann? Ja, ja, ich habe okay. durchgezogen. Ja. Wie war dann die Phase für dich? War die so wirklich eine schlimme Phase oder sagst du, irgendwie konnte ich das Ganze überstehen? Und ja, das war schon schlimm, ja, weil ich habe die Chemo überhaupt nicht vertragen. Ich habe nur mich übergeben und ich konnte gewisse Sachen nicht riechen. Da musste ich gleich mich übergeben und okay. so. Ja. Was würdest du jetzt einem empfehlen, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, wie du warst? Nicht so viel drüber nachdenken, einfach weiterleben, tun und lassen, was du willst. Gar nicht dran denken, dass du Krebs hast. Okay. Ja. Spannende Story, Leute, oder? Und einen riesen Arm dranhängen. Ich meine jetzt 22 Jahre Training. Der Erfolg gibt dir recht. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank für das Interview. Hat mich Bitte. Gefreut. Ja. Ja, wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Danke. Wie schaut dein Training so aus? So 4-5 Mal die Woche. Okay. Schon, ja. Sehr cool. Dann vielen Dank dir. Bitte. Feierabend. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt mit Simon, was ein Wocheneinkauf beim Masseaufbau kosten kann, schaut es euch unbedingt an. Das Video auf dem Kanal werde ich euch verlinken. Was mir besonders gut an diesem Feiertag gefällt ist, beziehungsweise jetzt an diesem neuen, da gab es ja nur einen Brückentag, dass jetzt auch die ganzen Freunde wieder zurückkommen. Das heißt, Freunde, die ich sehr, sehr selten sehe, vielleicht 1-2 Mal im Jahr, kamen jetzt auch zurück. Und es macht total schön, muss ich sagen. Also ich bin echt ein Mensch, der es genießt, mit seinen Freunden wieder Zeit zu verbringen. Und die meisten meiner Freunde, die kenne ich schon seit 10, 15, 20 Jahren. Und ich genieße es einfach. Jetzt kommt später auch wieder einer. Den kenne ich schon seit der Fußballzeit. Also ich glaube schon seit über 20 Jahren. Und ja, es ist einfach schön, die Zeit mit ihnen zu verbringen, über alte Zeiten zu reden. Also Leute, genießt die Zeit, nutzt sie positiv mit euren Freunden, mit Leuten, die euch wichtig sind, denn ja, ich habe Verwandte, die sind über 90. Du merkst irgendwie im hohen Alter, wenn alle Freunde wegsterben, wird das Leben einsam. Deswegen genießt es.